So. Hier, Häschen in der Grube, kriegst ein Ei. Yo, yo, ihr Zocker. Roman, unser Cousin, ist bei seiner Hochzeit erschossen worden. Das können wir natürlich nicht auf uns sitzen lassen. Und Nico ist natürlich auf Rache aus. So, wir haben noch zwei SMS gerade bekommen. Nico, sei stark, okay? Ich werde diesen räudigen Arsch finden. Ich besorg ein paar ordentliche Waffen und alles. Warte auf meinen Anruf. Ich habe gerade keinen Wagen, sonst würde ich sie dir vorbeibringen. Easy LJ. Okay. Packy. Scheiße, Mann. Ich gehe es im Kopf immer wieder durch, aber ich kapiere es verdammt nochmal nicht. Was da vorhin passiert ist. Keine Diamanten. Ach, Moment mal, das ist hier auch noch aus einer anderen Mission. Das brauchen wir gar nicht lesen. So. Alter Gerümpel. So. Nico Bellic. Nico Bellic ist echt sauer. Wir haben etwas Munition hier verschossen. Ich glaube, wir brauchen nachher wieder Munition. Lass mal schauen hier. Gut, von der haben wir noch ein bisschen. Ja, keine Mission. Aber wir könnten, könnten auf jeden Fall mal zum nächsten Waffenladen fahren. Vielleicht mal hier der. Da holen wir uns aber wieder ein Taxi. Irgendwo. Denn ich will mich noch ein bisschen ausrüsten hier mit Munition. Und anderem Gezeugsel. Ah, da ist er, der LJ. Nico, I found one of Jimmy Pecorino's boys in some building in Curry Square, you know. You see after the heroin deal? Dimitri's hanging up with Pecorino now. I think this boy gonna leave me to right where Jimmy and Dimitri there. Wait for me. I'm on my way. We will do this for Roman. Shin, one love, Nico. Und natürlich werden wir das für Roman tun. Da holen wir jetzt aber erstmal ein Taxi. Wie gesagt, erstmal Waffenladen ein bisschen. Ich glaube, es gibt nämlich jetzt weitere Schießereien. Und da will ich doch die fette Wumme. Hä? Ach da. Da will ich doch die fette Wumme haben. Und ich hoffe, die Tür hier geht jetzt auf von dem Waffenladen. Wir hatten ja jetzt vor ein paar Parts das Problem, dass die Tür nicht aufging. Ha. Gut, 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 gut. So. Granate. Ach, wir sind jetzt reich. Ja. 500.000. Geiler Scheiß. Können wir hier mal ein bisschen einkaufen. Die Weste ist zwar fast voll, aber passt ja noch ein paar Millimeter rein. So. 10 Portionen. Patronen haben wir voll. Das Snipergewehr. Ja, genau. Hier müssen wir einkaufen. So, da rappeln wir die Bude einfach mal voll. Ha, 570 Schuss. Geil. Und unsere Lieblingswaffe hier. Die machen wir auch noch voll. Na, komm, so. Jetzt reicht's aber, glaube ich, oder? Ja, komm, das reicht. Was ist mit der eigentlich? Ist die besser als die eine, die wir jetzt haben? Ich kaufe sie mal. Ach so. Nee, lassen wir einfach mal. Ich weiß jetzt gar nicht, ob die hier oder die da drüben besser ist. Keine Ahnung. Egal, die andere hat uns bisher immer einen guten Dienst erwiesen. Dann behalten wir die jetzt einfach. So, wo müssen wir denn hin? Ach du Kacke, da hinten. Taxi! Taxi, Taxi! 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 Wink, 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 wink! Das ist unser Taxi. Raus hier, Mann. Ich hab's eilig. Ich muss meinen Cousin rächen. Rächen. Rächen mit dem Laubrächen. Hahaha. Kriegt er eins auf den Kopf, ey. So. Wo müssen wir hin? Ach so, um die Ecke. Um die Ecke, da werden wir auch andere Leute jetzt hinbringen, denn wir sind sauer. Verdammt sauer. Ich steig ein, was ist das für eine geile Karre? Right,
We'll follow him there. See you. Thank you, Jacob. I know you cared for Roman, but he was my family. You do not have to do this. Roman was my boy, you know. I'm doing this for him. Rotted! This Pecorino's boy! You have to stick to him, brethren. Fuck, we got a tail. Better lose this piece of shit on the way back to the peg. I don't want to be late. Folge Pecorino's Gangster. Na super. Ballern die auch noch auf uns. Hahaha. How you know he's going back to Pecorino and Dimitri? Why would he lead us back to them? Dimitri and Pecorino. Let me put top off of that deal, you know. You got the kind, the brown, didn't they? Rascal, I think them and the dance have danced. There ain't no way those boys gonna be scared of some boys like I and I following their boy, you know. Also, they ain't going to know their boy at the wedding didn't do his job properly. They think you're dead enough. If Dimitri and Pecorino are so on top, why would they care about me? Why would they bother to send the hitman to the wedding? They think they be afraid of you, know, my brother. They made you think so you forget about what happened on the docks, you know, and broke up. You screw you over after you kill Faustine for him. I did not forget about this. But I let it slide in the interest of business. Sending an assassin after me and killing Roman on his wedding day. This is something I will not ignore. True, my brother. True. I ain't going to let it go neither. So, wir verfolgen ihn einfach mal weiter, aber wenn wir... Hoffentlich kommen wir ihm nicht zu nah, dass er wieder rumballert. Aber ich denke, das wird schon hier so hinhauen. Oder? Ja, jetzt ballern sie ja nicht mehr. Ich habe ja keinen Bock, dass die Karre auf einmal anfängt zu qualmen und... I just need those bastards to know and understand what they did to me. Wanna get them bomber crowd them turn up? Them boy don't know right, you know. Coming at church and come kill a man for them wedding day. January day, right. Dimitri and Pecorino will find this out as well. They will find it out when they stare down the barrel of my gun. Yo, Nico, you need to lose some of this anger, you know, before you go after them boy. Your mind be clouded and you don't be able to think clearly, you know. You want some weed? I do not need any marijuana, Jacob. I can think clearly enough. All right, Nico, man. All right. I came to this city wanting revenge. I let that desire build up inside of me for many years. I let it eat out everything good in me. It took me over. I cannot allow that to happen again. Not to me. Not to Mallory. And everyone who loved Roman. We must find Dimitri and Pecorino and end all this. Ja, wie gesagt, ich halte ein bisschen Abstand, ich will ja nicht zerschossen werden und ich schieße natürlich nicht auf die drauf. Die sollen ja auch nicht explodieren oder es wäre sowieso wahrscheinlich Munitionsverschwendung. Aber okay, die schießen gar nicht. Ja, okay, umso ruhiger wird die Fahrt. Dann kann ich mich auf... Okay, this is good news. I do not know how much of this driving I can continue to do. And I'm going to find them. We're going to find them and take them out for real. That's what we're doing for Roman. Roman brought me to this city and I was nothing but a curse to him. He was beaten because of me. He was shot. His business and his home were burnt down. He was kidnapped. I should have known that the lives of those close to me would be destroyed. I don't think I have a choice about that, Nico. Roman love you. No matter what, he's gonna get close to you. Because before you come, all I'm gonna do is talk about him cousin Nico. If you didn't wanna come up here, he's gonna go to Europe and drag him on a boat. That's just the way Roman was. Don't ever forget him. See? No, I will not forget him. Nor will I let these men forget him. Mann, 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 Mann. Was für eine Fahrt hier, sag ich denn nur. Zickzackkurs und Hindernisse. Versucht ihn natürlich nicht zu verlieren hier. Muss ja in Sichtweite bleiben. Kein Bock, dem Typen hier nur auf dem Radar zu folgen. Was hasse ich ja. Ah, hier geht's lang. Einmal den Zaun umwälzen. Ja, ist ja egal. Stellt schon irgendwer wieder auf. Ja, ja, ja. Jetzt haben wir hier Wiese, ne? Oder so. So. Oh, ich glaube, da unten waren wir doch schon mal, ne? Wow. Ach du Kacke. Ach du Scheiße. Ohoho. Was ist der Plan?
side. Roman was my cousin, and I cannot put anyone else at risk. You want to help me? Find a way for us to make a swift exit when these men are dead. Goodbye, Jacob. One love, Rasta. Alter! Lass uns alleine! Ich hoffe, der Wagen explodiert jetzt nicht so schnell. Ich schmeiß mal eine Granate. Mal gucken, ob das was bringt. Scheiße, wo sind die denn alle, ey? Ach du Kacke. Auch noch da oben, ey. Ich glaube, wir sollten hier das Sniper-Gewehr lieber nehmen, ne? Ich habe keinen Bock, dass der Wagen hier explodiert. So. Ich hoffe, das reicht schon für die da oben. Nee. Okay, hat aber nur der eine überlebt. Mann, du Penner hinten. Halt mal die Fresse jetzt. Nervst. Okay, nochmal Sniper. Hallo? Hallo? Wo kriegen wir den nicht? Da ist noch einer. Komm, zeig dein Köpfchen. In die Birne. Da oben sind alle weg. Na komm, noch einer. So, ich glaube, jetzt können wir aber uns mal daran wagen. Ich habe keine Lust. Oh ja, auch doch nicht. Dann lebt er immer noch, ey. Kriegen wir den jetzt? Oh, scheiße. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Ach du Scheiße. Ey, wo seid ihr alle? Ich schmeiß jetzt wieder eine Granate, ey. Mir reicht's mal langsam hier. Spreng mal ein paar Autos in die Luft. Oh oh. Das war gar nicht gut. Oder vielleicht doch? Nein, jetzt brennt das Auto hier. Weg hier. Oh, Scheiße. Huhuhuhuhuhuhu. Das war gut, dass wir da weggerannt sind. Ja, ich glaube, das hat aber was gebracht. Ja, mit Autoexplosion haben wir ja schon die tollen Erfahrungen gesammelt. Ne? Die brutzeln ein bisschen und dann rennst du hin und dann explodieren sie. Ich will jetzt hoffen, das passiert uns jetzt nicht. Aber ich glaube, wir haben die Typen jetzt gerade alle ausgeschaltet. Das ist natürlich ganz toll. Einer ist noch weiter oben. Ich weiß nicht wo. Da hinten ballert tatsächlich noch einer. So. Oh! Hey, get hidden, you fucking strokes! Lebt der noch? Da hinten lebt auf jeden Fall einer. Lebt der hier noch? Uah. Alter, jetzt stirb doch mal. Was? Ruhe jetzt, Mann. So, die Frage ist, ob der noch... Was will denn Little Jacob? Oh, oh. Oh, 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 oh. Geh mal gerade in Deckung. Ich schreien ja noch ein paar rum. Ich habe einen Fluchtplan für dich, Star. Augen immer zum Himmel, okay? Okay. Ich glaube, da hinten lebt noch einer. In der Grube. Aber nicht mehr lange. So. Hier, Häschen in der Grube. Christen Ei.
hoffe, es gefällt dir. So, ich gehe jetzt da rein. Komm. Gehen jetzt da rein. Gucken, was hier so abgeht. Ach du Scheiße. Na komm. So. Boah. Alter, wo sind die denn alle? Ich hoffe, der ist wirklich tot hier, ne? Ich muss mir erstmal hier Überblick verschaffen. Tanz, Baby! So, wo haben wir denn noch einen? Entschuldig doch. Hallo? Bist du denn doch da oben oder was? Okay, hier scheint es erstmal ruhig zu sein. Ah, das können wir jetzt nicht umbumsen oder was? War jetzt erst oder wie? Wir laden mal nach. Geht die Tür auf? Nö, super. Dann wieder runter. Spawnen doch bestimmt jetzt wieder welche. Wer? Wo ist denn hier noch einer? So. Wollte doch sagen, heb mal deinen Kopf, Mann. Geht's denn hier lang? Da? Gib mal Waffe. Huch. What's the problem? Me and you's partners now. We're back on top. I didn't work this hard to share the spoils of a victory. Goodbye. Oh nein! Dimitri, you and me is gonna end this. You will fall too. Someone will take you down. Du Feigling, ey. Huch. Scheiße. Da war die Treppe zu Ende. Komm, hinterher, hinterher, hinterher. Alter, jetzt komme ich an dieser Leiche nicht vorbei. Die schießt auf die Tür, oder was? Uah. Alter. Schreck mich doch nicht so. Runter mit dir! Töte ihn, töte ihn, töte ihn! Wo denn? Oh! Wo ist der Penner? Was ist das? Wo geht's hier hin? Steig ins Boot, ja! Rutsch mal runter, Nico! Wohin? 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 Da hinten hin. Alter, wer schießt da? Welches Boot? Alter, was macht der da? Ins Boot, ins Boot, ins Boot. Da ist ein Boot. Sehr schön, ab ins Boot. Alter, ins Boot! Mann, Nico! Nico? Oh Mann, ey. Ja, lass dir Zeit. Wir haben Zeit, Mann. Verfolge Dimitri. Wo ist er denn? Jetzt mit dem Boot Dimitri verfolgen. Na super. You snake, Dimitri. Was haben wir hier für Waffen im Boot? Die. Okay. Alter, was ist das für ein Wetter hier? Wo ist denn der? Roman, man. I'll get him for you. Ach, hä, wo ist er? Ich seh nix. Scheiß Wetter, ey. Hinten ist der Hubschrauber. Gib Gas, Nico, gib Gas, gib Gas. I'll fucking get you. Mark my words. Oh yeah.
Ja, es bleibt spannend. Wir verfolgen Dimitri auf seinen letzten Metern hoffentlich. Und im nächsten Part werden wir ihn auch hoffentlich bekommen, um abschießen. Und dann ist er auch hoffentlich erledigt. So, das seht ihr dann im nächsten Part. Und wenn euch dieser Part gefallen hat, Daumen hoch, abonnieren und kommentieren. Wir sehen uns dann. Tschüss.